Alexander von Humboldt, einer der Urväter der Geographie, hat bei der Vermessung der Welt das, was er beobachtet hat, mit Zettel und Stift festgehalten. Mehr als 160 Jahre später funktioniert moderne Geographie digital und aus der Luft. Martin Rutzinger und Magnus Bremer arbeiten an der Uni Innsbruck. Die Vermessung der Welt ist auch ihr Thema. Sie machen das allerdings ganz anders und digitalisieren ganze Landstriche mit Hilfe von 3D-Laserscanning. Und sie entwickeln spezielle Methoden, um aus den gewonnenen LIDAR-Daten wertvolle Informationen für unterschiedliche geografische Fragestellungen zu gewinnen. Von Hangrutschungen bis Forstwirtschaft. Mit Laserscanning-Verfahren wird die Erdoberfläche in 3D abgebildet. Somit werden also Objekte in ihrer tatsächlichen Gestalt dargestellt, nicht nur in 2D, wie das in der traditionellen Fernerkundung der Fall ist, sondern eben dreidimensional. Und wir entwickeln Methoden, um diese 3D-Daten automatisiert auswerten zu können. Seit einigen Jahren bereits setzen die Geografen in Innsbruck einen Fernerkundungsmultikopter ein. Die Technik wurde mit den Jahren immer weiter verbessert. Derzeit kann er bis in Höhen von 3000 Metern aufsteigen und ist vielseitig einsetzbar. Es ist eine Besonderheit unserer Arbeitsgruppe, dass wir eben neben der Drohne auch noch terrestrische Laserscanning-Systeme zur Verfügung haben und somit auch verschiedene Erfassungssysteme miteinander kombinieren können. Unsere Systeme werden auch eingesetzt, zum Beispiel um Referenzdaten für Modellierungen zu erfassen, aber auch Referenzdaten zum Beispiel für großflächige Satellitenfernerkundungsanalysen zu erfassen. Magnus Bremer ist einer der Piloten des Multikopters. Neben der manuellen Steuerung vom Boden aus kann das Gerät auch vorprogrammierte Flugpfade automatisch abfliegen. Eine Spezialisierung ist das Digitalisieren von großen Flächen, wie hier einem Wald im Tiroler Unterland. Also in dem speziellen Projekt geht es eigentlich um Bodenfeuchte, was jetzt erstmal nicht direkt auf Wald hindeutet, aber der Wald und speziell das Kronendach wirkt auf die Bodenfeuchte ein, indem es durch die Durchlässigkeit vom Kronendach eigentlich bestimmt, wie viel Strahlung zum Untergrund durchdringt, also wie warm wird es am Ende eigentlich am Boden und aber auch bestimmt, wie viel Niederschlag auf Blättern interzipiert wird und wie viel durchkommt eigentlich zum Boden. Und das kann man eigentlich alles dann mit den Daten, die wir aufnehmen, flächig modellieren und das auf einem Zentimetermaßstab. In wenigen Minuten Flugzeit werden vom LIDAR-Sensor hunderttausende Datenpunkte generiert. Eine 3D-Punktwolke entsteht. Die Drohne sendet Laserimpulse aus, die von Oberflächen reflektiert werden. Aus der Zeit, die das Licht benötigt, Winkeln und GPS-Koordinaten, kann die genaue Position jedes Punkts errechnet werden. In unserer Gruppe werden Verfahren entwickelt, um natürliche Objekte wie 3D-Bäume in den Daten zu extrahieren und deren Eigenschaften zu quantifizieren, sprich Baumhöhe, Biomasse, Brusthöhendurchmesser, Baumarten und dergleichen. Zentraler Teil der Arbeit ist es, entsprechende Algorithmen zu entwickeln und auf die Punktwolken anzuwenden. Mit dem menschlichen Auge kann man Strukturen erkennen. Und wenn man dann Algorithmen entwickeln kann, die quasi diese Informationen da rausziehen, die da drin ist, dann ist man in der Lage, zum Beispiel auch 3D-Modelle zu erzeugen. Also das sind quasi geschlossene Körper, so wie man sie vielleicht auch aus Computerspielen kennt. Aber mit einem wissenschaftlichen Hintergrund, nämlich dass man dort eigentlich Volumen berechnen kann. Derzeit entwickeln die Wissenschaftler Methoden, um einzelne Baumtypen im Wald zu identifizieren und den jeweiligen Baumbestand zu quantifizieren, also die Menge an Fichten, Buchen und so weiter zu bestimmen. Auch Schäden an Bäumen können erkannt werden. Wir haben jetzt diese 3D-Modelle und die haben Verzweigungen. Man sieht quasi, wie die einzelnen Äste miteinander organisiert sind. Und da haben wir schon jetzt erste Ergebnisse, aber das ist wirklich gerade die Front, dass man anhand der Verzweigungsmuster kann man automatisiert Aussagen treffen, was das für Baumarten sind. Ein weiterer Einsatzbereich ist das Naturgefahrenmanagement. Um eine Hangbewegung im Hochgebirge zu vermessen, muss zunächst die mehr als 25 Kilo schwere Ausrüstung zum Einsatzort hinaufgebracht werden. Also die Daten müssen georeferenziert werden. Und dann kann man zum Beispiel Hangbewegungen an sich veränderten Strukturen ableiten. Das heißt, man kann gewisse Rückenblöcke an einem Hang über die Zeit verfolgen und daraus auch Geschwindigkeiten einer Hangbewegung ableiten.
Wird der Hang innerhalb weniger Jahre mehrmals vermessen, können langsame Bewegungen erkannt und visualisiert werden. Da reden wir von 80 Zentimeter bis teilweise 2-3 Meter pro Jahr, kommt darauf an, in welchem Bereich. Und das wird kontinuierlich aufgenommen. Und in dem Fall ist dann eine ziemliche Logistik dahinter. Und da sind wir momentan mit so einem großen Gerät sicherlich die Einzigen, die das so betreiben. Also wir haben uns ein extra Feldprotokoll quasi überlegt. Also man braucht momentan 4 Personen Minimum, um das komplette Equipment quasi an Ort und Stelle zu bringen. Künftig wollen die Wissenschaftler ihre Methoden kombinieren und im Bereich Biogeomorphologie anwenden, also der Interaktion von Vegetation und geomorphologischen Prozessen. Auch Gletscher können künftig überflogen werden. Durch die Entwicklung größerer Propeller und neuer Spezialmotoren sind künftig Flüge bis in Höhen von 4000 Metern möglich.